Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder eine Produktpräsentation und heute unsere erste Produktpräsentation der Firma Artitec. Wir haben heute etwas zum Baggern. Und zwar versteckt er sich hier in diesem kleinen Diorama. Und zwar, es ist der Dollberg D300 Bagger. Ich nehme ihn mal raus, dann können wir ihn uns ein wenig besser anschauen. Keine Sorge, es gibt gleich noch Detailaufnahmen davon. Das ist also unser kleiner Bagger, den wir uns heute genauer anschauen. Wie immer, heute auch erst einmal wieder etwas zum Vorbild. Dann schauen wir uns das Modell an. Dann geht's raus in die freie Wildbahn, dann schauen wir uns ein paar Impressionen an, wie es so aussieht, wenn der kleine Bagger am Arbeiten ist. Und zum Schluss gibt's natürlich dann wieder mein Schlusswort. Beginnen wir also mit ein paar Informationen zu dem großen Vorbild, wobei ich da mich auch relativ kurz halten möchte. R. Dollberg AG, so hieß die Firma, die früher sich eigentlich ausschließlich mit Feldbahnmaschinen beschäftigt hatte, sprich Waggons und Lokomotiven für den Feldbahneinsatz herzustellen. Er hatte 1935 einfach die Idee, einfach selber Bagger herzustellen, weil es zur damaligen Zeit auf dem Markt relativ wenig Angebot gab und vor allen Dingen er nie das gefunden hat, was er wirklich gebraucht hat. Er hat dann also beschlossen, selber Bagger herzustellen, die dann natürlich auch seinen Namen trugen, wie wir jetzt hier auf unserem Modell relativ auch schön sehen können. Und er hat angefangen mit zwei einfachen Modellen, und zwar einmal mit einem 0,5 und mit einem 0,8 Kubikmeter Hub, und damit fing die ganze Geschichte dann also an. 1950 war es dann soweit, die Firma R. Dollberg AG hat sich mit dem Feldbahn- und Baumaschinenhändler Glaser und Flaum vereinigt und so entstand das charakteristische Logo des Dreiecks mit den jeweiligen Anfangsbuchstaben und dieses Logo haben dann fortan alle Maschinen getragen. Dieses Logo blieb übrigens auch bestehen, als ca. 1960 die Firma Krupp das Ganze übernahm und die offizielle Firmenbezeichnung fortan Krupp Dollberg läutete. Aber bereits lange vor der Fusionierung hatte man natürlich schon begonnen, Bagger zu bauen. Und zwar 1949 gab es drei Prototypen des nachher sehr populären Modells D200. Das hatte man da sozusagen schon entwickelt und fortan lief natürlich die Optimierung dieses Modells. Große Beliebtheit erfreute sich der Bagger natürlich einmal aufgrund der Tatsache, da er für auch kleinere Baustellen geeignet war und dass er ein relatives geringes Gewicht von 6,5 Tonnen hatte. Das ermöglichte natürlich viele kleine Baustellen mit diesem Bagger auszustatten. 1960 wurde dann der D200 ein wenig optimiert und fortan gab es ein neues Modell, nämlich den D201, der dann bis 1964 auch noch weitergebaut wurde. 1958 war es dann also endlich soweit, der D300 erblickte das Licht der Welt, also die Weiterentwicklung des D200. Er hatte eine 0,4 Kubikmeter große Schaufel und er erfreute sich sehr schnell großer Beliebtheit, denn er war im Gegensatz zu dem D200 eine wirkliche Großmaschine, die dann natürlich auch nicht nur auf normalen Baustellen eingesetzt werden konnte, nein, es konnte auch industriell genutzt werden. In Steinbrüchen oder Tongruben kam er fortan auch zum Einsatz. Nach dem D300 folgten natürlich auch noch weitere Modelle, da sei zu erwähnen der D451 und der D452. Die beiden wurden dann bis zum Ende der Seilbaggerproduktion 1969 dann auch produziert und im Programm gehalten. Der D300, so wie wir ihn jetzt hier vor mir haben, hatte natürlich auch eine Besonderheit. Es wurde ausschließlich Mannesmann Stahl für den Ausleger benutzt und das hat zur damaligen Zeit natürlich einen sehr hohen Wert gehabt, was natürlich dann auch ein Kaufargument war. Den D300 gibt es heute leider so gut wie kaum mehr, lediglich in ein, zwei Museen kann man ihn wohl noch sehen. Es ist wirklich schade, denn es geht natürlich eine ganz große Geschichte mit ihm auch, sage ich jetzt mal, kaputt. Zur damaligen Zeit war es der Bagger schlechthin und das darf man nicht vergessen. Schade, dass es den heute nicht mehr gibt, aber so ist es leider. Ja, so viel also zum großen Vorbild und jetzt schauen wir uns das kleine süße Modell hier etwas genauer an. Ja, schauen wir uns also das Modell in 1:87 an. Erst einmal vorweg, es gibt den Bagger in zwei Versionen. Einmal die Version, die wir jetzt hier haben, die Dollberg-Version. Das ist die Artikelnummer 387.409. Und dann gibt es den nochmal mit einem etwas anderen Ausleger hier oben mit einer Umlenkrolle und hier hinten mit dem Schriftzug Krupp Dollberg. Das ist dann die Artikelnummer 387.410.
Wir schauen uns aber jetzt diesen genauer an und bevor wir das tun, möchte ich auch nochmal auf die Verpackung eingehen, denn die, finde ich, ist auch was Besonderes. Für diesen wirklich eigentlich kleinen Bagger hat man eine relativ große Verpackung gewählt. Erstmal kann man in dieser Verpackung den Bagger hier wirklich schön präsentieren. Finde ich gut. Und dann hat Artitec auch darauf geachtet, dass der Bagger auch wirklich sicher und heil beim Endverbraucher ankommt. Man hat den Bagger über die kleinen Löcher hier erst einmal mit kleinen Kordelstücken fixiert, sodass er sich nicht bewegen kann. Und dann hat man auch nochmal, die sieht man hier auch rausgucken, mit einer kleinen Schraube, wo auf der Unterseite des Baggers das Gegenstück für vorhanden ist, dann auch nochmal den Bagger mit der Verpackung verschraubt, sodass es wirklich sichergestellt ist, dass er sich nicht bewegen kann und kaputt gehen kann. Finde ich eine sehr schöne Sache. Beide Modelle sind natürlich bei uns im Webshop erhältlich. Einfach Dollberg eingeben und dann bekommt ihr natürlich direkt die beiden Versionen angezeigt, die ich gerade erwähnt habe. Schauen wir uns aber jetzt erstmal das Modell hier genauer an. Was haben wir? Wir haben ein Resin-Modell, das handbemalt wurde von Artitec. Und da muss man auch sagen, das ist wirklich wunderschön gelungen. Alle Linien und Übergänge sind trennscharf. Da kann man nichts mäkeln. Wir haben einen wunderschönen detaillierten Innenraum des Baggers. Wir haben zwei aufgesetzte Scheinwerfer auf dem Dach. Wir haben eine richtige Kordel, die hier oben über die Umlenkrolle dann runter zur Schaufel geht. Und was ich auch schön finde, man hat bereits daran gedacht, dem Bagger eine gewisse Patina zu geben. Das sieht man hier an den Kordeln. Man hat, wenn man gegen das Licht guckt, eine leichte bräunliche Schimmerung. Man hat hier oben die Umlenkrolle, die ist ebenfalls farblich anders gestaltet und das finde ich auch schon richtig gut gelungen. Auch hier unten die Ketten und auch die Umlenkrollen, da hat man an eine richtig schöne Farbgestaltung drauf geachtet. Auch hier vorne hat man auf der Fahrerkabine ein offenes Fenster. Das hat man damals öfters gemacht, weil die Scheiben im Original relativ schnell verdreckt sind. So, da hat der Baggerführer, um eine bessere Sicht zu haben, immer ein Fenster aufgemacht, um dann halt natürlich besser zu sehen, was er gemacht hat. Und da hat man auch hier beim Modell drauf geachtet, dieses Fenster halt offen zu gestalten. Der Innenraum, wie gesagt, schauen wir uns gleich in der Detailaufnahme an. Was kann der Bagger? Die Schaufel kann er leider nicht bewegen, da ist kein Antrieb drin, aber wir haben die Möglichkeit, den Bagger zu drehen. Das heißt, wir haben, ich versuche das jetzt hier mal vorsichtig, es funktioniert nicht mit einer Hand. Ja, jetzt, da funktioniert's. So, also man kann ihn wirklich einmal um 360 Grad drehen und ihn so auf seine Anlage stellen, dass es wirklich gut aussieht. Man hat halt die Möglichkeit, ihn komplett in die Richtung zu drehen, die man braucht. Auch hier hinten auf der Rückseite sind kleine Fenster, die den Blick auf die Maschine im Inneren freilegen, den Motor sozusagen. Und da hat man auch natürlich auf eine gute Detaillierung geachtet. Alles in allem wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Modell jetzt einmal in der Natur an.
Am Ende sind wir angekommen und ich hoffe, euch hat's mal wieder gefallen. Wie eben schon gesagt, sollte euch der Bagger gefallen und ihr möchtet ihn haben, ganz einfach auf unseren Online-Shop gehen, oben einfach nur Dollberg eingeben und dann kommt ihr automatisch mit der Suche zu den zwei Versionen dieses kleinen wunderschönen Baggers. Sollten Fragen eurerseits auf sein, jetzt noch gerne unten in die Kommentare schreiben oder eine E-Mail direkt an uns und wir werden uns natürlich dann schnellstmöglich bei euch melden. Das war es von mir. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.